Stellt euch mal vor, ihr schafft es, irgendeine bahnbrechende Erfindung an die Öffentlichkeit zu bringen und kurz danach sterbt ihr an oder in dieser Erfindung. Klingt irgendwie ziemlich ironisch, naja, aber ein paar Leute, die ich euch gleich zeige, ist genau das widerfahren. Also viel Spaß mit dem Video. Nummer 1, Henry Smolinski. Dieser Mann erfand das fliegende Auto, welches man auch als Mizar kennt. Henry verstarb folgenderweise. Der rechte Flügel des Fahrzeugs brach während des Flugs ab und am darauffolgenden Crash verstarb er. Nummer 2. Henry Wistantley. Dieser Mann erfand den Eddystone-Leuchtturm. Der Eddystone-Leuchtturm gehört zu den bekanntesten Leuchttürmen der britischen Inseln und steht etwa 14 Kilometer vor der Landspitze Ramehead und auf den zeitweise überspülten Eddy Rocks. Dieser Herr weigerte sich allerdings, sein Leuchtturm während des großen Sturms von 1703 zu verlassen. Ihr müsst wissen, der große Sturm von 1703 war ein außerordentlich schwerer Sturm in fast ganz Europa. Er gilt als der schwerste Sturm, der die britischen Inseln und den Ärmelkanal jemals heimgesucht hat und dauerte vom 5. bis zum 13. Dezember 1703. Und dieser Leuchtturm kollabierte während des Sturms und hat somit seinen Erfinder begraben. Nummer 3. Otto Lilienthal. Otto erfand das Segelflugzeug, aber als das Flugzeug während des Flugs von einer Windböe erfasst wurde, klappte es zusammen und stürzte ab. Der anschließende Fall aus einer Höhe von 15 Meter brach ihm die Wirbelsäule. Nummer 4. William Bullock. Seine Erfindung war die Rotationsdruckmaschine. Man könnte sagen, dieser Herr starb eher ungewöhnlich, denn er zerquetschte seinen Fuß auf irgendeine Art und Weise in der Maschine. Daraufhin entwickelte der Fuß Gangren und somit gab es fatale Folgen. Gangren ist demnach sowas wie das Raucherbein, bei dem das Gewebe letzten Endes vertrocknet und schrumpft. Nummer 5. Alexander Bogdanov. Dieser Herr entdeckte die Bluttransfusion. Allerdings, nachdem das Ganze noch nicht auf dem heutigen medizinischen Stand war, gab er sich eine Bluttransfusion mit inkompatiblem Blut und starb letzten Endes daran. Nummer 6. Thomas Midgley Jr. Dieser Herr fand den Bettlift, um den behinderten Menschen das Leben ein wenig zu erleichtern. Allerdings verwickelte er sich versehentlich in den Pfählen und erwürgte sich anschließend selber. Nummer 7. Lisi. Ich denke mal, jedem von euch ist ein wenig die 5-Schmerzen-Folter-Methode ein Begriff, beziehungsweise der Folterstuhl. Dieser Herr erfand nämlich diesen Folterstuhl, aber wurde ein wenig später wegen Hochverrats verurteilt und anschließend auf seinem eigenen Stuhl hingerichtet. Sowas muss man aber auch erstmal schaffen. Ja, Freunde, das war's mit dem kurzen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao.